So, hallo und herzlich willkommen zurück. Neue Runde, neues Glück. Ahaha, das war ein Reim. Hä? Ah, naja, weißt schon. Und, unser Steinbruch ist bei 20 von 100 Punkten, was gar nicht so schlecht ist, glaube ich. Also ein Fünftel immerhin schon mal. Ja, ist ein Anfang. Die Mine ist nicht so effektiv, wie sie sein sollte. Nee. Aber sind halt auch nur vier Leute drin. Katze, werd dir jetzt bitte einig. Entschuldigung. Katze turnt gerade neben mir auf dem Fensterbrett rum. Und sucht sich noch einen Platz, wo sie sich hinlegen kann. Fallhalt ist niedrig. Ja. Das hätte ich jetzt. Das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ach, diese Meldung, ne? Das ist die schlimmste Meldung überhaupt. Ja, jetzt fängt es wieder an zu pissen. Ja, traumhaft. 21 Grad und es regnet. Boah. Ist auch nicht das Schönste. 82% schon. Und der Rest nur so bei 80%. Okay. Das haut hin. 9 von 9, 4 von 9. 10 von 10. Das eine sitzt im Zaun, da, das ist ja toll. Ja, gut. Ich wollte halt abhauen und, weiß ich nicht. 26, 26, 29, okay. Ein Kind, ja, okay, das sieht gut aus. Ja. Das sieht auch schön aus. Ja, ja, Hühner. Ich hatte jetzt überlegt, ob wir vielleicht noch ein neues Haus bauen sollten. Wenn wieder ein bisschen mehr Holz da ist. Im Moment 16 Holz sind gerade so viel, dass wir eins bauen könnten, aber das ist ja. Das wollen wir ja nicht. Weil dann ist das Holz schon wieder alle. Unser eh schon sehr knapp bemessenes Holz. Wow, drei Eisen schon. Ich frage mich, warum die da keine Steine auch rauskloppen. Weil es ist eine Mine im Berg. Das ist ja eigentlich Gestein. Ich meine, da könnten sie ja auch Steine mit rauskloppen gleich. Da könnte man sich den Steinbruch sparen. Aber okay, ich meine, man kann ja nicht alles einbauen. Ach, immerhin ist es schon ein Viertel jetzt. Also, jetzt. Und ansonsten... Katze. Ach, randali halt wieder rum. Ja, ist in Ordnung. Jetzt sind es wieder 11. Das eine steht immer noch im Gatter. Das heißt, er wird gleich wieder geschlachtet. Okay. Wo war ich? Ach so, Hühner wird gleich wieder eins geschlachtet. Ja, weil es 11 von 10 sind. Wir müssen immer noch das Gatter bauen. Da sind es immerhin schon 5 Eisen. Hier sind es jetzt schon 36. Also schon mehr als ein Drittel. Das ist sehr schön. Na kommt, das kriegen wir doch jetzt noch dieses Jahr fertig, ne, Freunde? Na los. Ich habe schon wieder vergessen, die Uhr einzustellen. Professionell. Wie immer. Immer noch fünf. Wie sieht's denn hier oben eigentlich dazu aus? Oh, ja, sieht gut aus. So vom Wald her. Letzte Saison 15, diese Saison schon 16, 3 Eisen und 2 Steine. Ach, von hier hinten dann bestimmt. Ja, okay.
Ein Kind namens Lissandra wurde geboren. Ich glaube, den Namen haben wir auch schon mal gesehen. 43 schon. Okay, war letztes Jahr auch ein bisschen mehr eigentlich, ne? Ich mach das mal wieder weg. Ah, wieder nur 15 Holz. Mist. Das Feuerholz ist immer noch alle. Ah, die fangen schon an mit Ernte. Die sind bei 99, nee, 98%. Die fangen an 98, 100, 100. Also die beiden fangen jetzt auch an. Das freut mich natürlich. Ja, die beiden auch gleich. Und wir haben immer noch mehr als genug Essen im Kornspeicher. Das ist geil. Finde ich gut. Ja, hier sind es wieder 10 von 10. Das eine Huhn steht immer noch im Gatter. Ja, schön. Hier oben kloppen sie den Weg weg, der eigentlich noch nicht gebaut wurde, aber okay. Ja. Gut, dann klopp halt raus, ne? Klopp halt raus, die Kacke. Ist mir auch egal. 152 Fische. 400 Fische. 400 Fische und die Hälfte von mir ist ungefähr rum. Könnten vielleicht 800 werden. Scheint ein gutes Jahr zu sein für die Fischer. Immer nur 45. Immer nur 5. Ach, guck mal, hier sind sie schon bei 73. Ohohoho. Geil. Jetzt sieht man übrigens auch, warum ich da einen Zweifachweg hingemacht habe, ne? Der steht auf einem so ein Wegding, steht da drauf. Und da haben halt die Leute ein bisschen Platz zum Vorbeilaufen. Das war so der Sinn von dem Ganzen. Na komm. Na komm. 79. Jetzt. Aha. Ja, das. Kriegt man dieses Jahr auf jeden Fall noch fertig, das Ding. Auch wenn die. Ja, something to eat is working. Oh, die Gesundheit ist so im Eimer einfach. Gesundheit ist so im Eimer. 15. Und die haben diese Saison noch gar nichts. Willst du mich verarschen? Was geht denn bei. Was? Was zur Hölle? Die haben diese Saison noch gar nichts. Willst du mich verarschen? Aber hier liegt. Hier hinten sind doch. Da ist doch was. Und da und. Und da. Da wächst was. Da auch. Alter, was. Willst du mich verarschen oder was, ey? Alter, das darf doch nicht wahr sein. Wollt ihr mich verscheißern oder was? 95%. Ja, endlich. Die wollen mich echt verarschen, ey. 7 Eisen. Ja, gut. Und die noch gar nichts diese Saison. Das geht einfach nicht, ey. Und die 17. Ja, kein Wunder, dass wir keine Herbs auf Lager haben. Wundert mich überhaupt nicht. Hier sind sie immerhin schon bei der Ernte ganz gut dabei. Da kann ich ja mal einen Schluck trinken. Ja, tut mir echt leid, aber Hals wird nicht besser. Hals ist ja immer von Tag zu Tag trockener. Keine Ahnung, woran es liegt. Aber ja, gut, nicht? Alter, so viel Leder. Was ich hier gleich wieder für Herden ansiedeln, ist der Hammer. Und hier breitet sich schon langsam wieder aus. Das ist ganz gut. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Ach, was für ein Dreckwetter. Was für ein Scheiß dieses Jahr. 0%? Steht da noch was? Also hier so Kackeimer? Nö. Die sind alle noch nicht fertig.
Hier, Work aus. Work an, schnell zwei hin. Dann haben wir die jetzt hoffentlich mal ausgetauscht, dass sie auch mal arbeiten gehen. Das darf doch nicht wahr sein. Oder vielleicht, wenn das hier alles wieder bewaldet ist, warte. Da. Wenn das hier wieder alles bewaldet wäre, könnte man hier einen Herbalisten hinsetzen. Das wäre vielleicht keine so falsche Idee. Dass man den hier so, da so reinsetzt, ne? Das wäre vielleicht gar keine so falsche Idee, aber es lohnt sich jetzt noch nicht. Das ist ja ganz klar. Da stehen fünf Bäume rum. Das macht keinen Sinn. Nichts diese Saison, das ist doch zum Kotzen. Und die auch nur 17 jetzt. Kein Wunder, dass wir keine Medizin da haben. Ohne Scheiß. Ah, Mann. Ein Kind namens McKaylee wurde geboren. Ach du Scheiße. Nein, das brauchen wir nur noch. Haben wir jetzt immerhin mal 5 in der Mine. Ja, er ist fertig. Ja, wie geil. Hier, Stonecutter rein. Das kann man ja machen. Über den Winter. So 5 in die Mine und 5 in den Steinmetz. Das sollte funktionieren, ne? Das wird zwar nicht den Mega-Ertrag bringen, aber immerhin ein bisschen was. Und wir bauen wollen schon, aber wir können einfach nicht, weil wir kein Holz da haben. Von daher können wir uns auch erstmal noch ein bisschen Eisen und Stein besorgen. Denke ich, das ist gar kein Problem. Werdet ihr da jetzt auch mal fertig langsam? Ich muss immer noch das Haus wegreißen. Das wird, glaube ich, nie was. Wir werden dieses Haus wird uns auf ewig begleiten. Firewood ist low. Ja. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Ach, jetzt rennen die wieder weg, Mensch. Nehmen den Scheißkorb mit und sind hier die 5 Stängel, um die da noch rumstehen. Oh nein, es sind 6. Entschuldigung, das rechtfertigt alles. Ach, Mann. Manchmal sind diese Farmen auch blöd. Ja, so sieht nur das gute Ding aus, ne? Hier geht halt über einen so einen Weg. Da hat man so ein bisschen Lagerfläche. Und auf der anderen Seite auch noch so ein bisschen. Hier werden die dann hochgehoben. Theoretisch. Und hier ist dann, ja, fürs TV total Turmspringen oder so, nur ohne Wasser. Naja, keine Ahnung. Vielleicht wird das dann hier so rüber gehievt oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube, das Ding bewegt sich sowieso nicht, ist leider nicht animiert. Aber hier ist dann halt so Steinbruch und da wird dann immer weiter ausgehoben. Und wenn der leer ist, ist dann, ich glaube, nur noch Wasser drin oder sowas. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ah, aber sie fangen schon an rauszukloppen, das ist gut. Der Steinbruch sollte eigentlich relativ fix gehen. Ja, 9 Eisen, so 19 Eisen dieses Jahr. Ah, es ist nicht das Schlechteste. Sag ich mal, es ist nicht das Schlechteste, aber okay. Work aus, 2 weg. Nehmen wir hier noch 2 in den Stonecutter rein. Ja, ich würde sagen, Eisenproblem gelöst, Steinproblem gelöst, Holzproblem. Nö, nicht so. Wir brauchen tatsächlich noch einen Woodcutter. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Da führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns noch so einen Typen ranholen müssen. Würde der dahin passen? Nö, sieht dann doof aus. Soll ich ihn da hinstellen? Da, so oder so oder so. Ich würde sagen so, oder? Ja, so. Da kommt dann eh noch ein. Guck mal, das passt dann genau mit dem Weg. Da kommt dann noch hier eigentlich noch ein Weg lang, wenn wir das Ding mal rumgedreht haben. Also wahrscheinlich auch nie was wird. Oh, ein Händler. Fick dich doch. Fick dich doch. Entschuldigung. Mann, fick dich einfach. Das gibt's doch nicht. Ah. Blöde Sau. Entschuldigung. Ach, es ist nervig. Mann, ey. Boah. Mit den scheiß Seeds immer, weißt du?
darf ich. Und die nehmen kein Alkohol. Das darf doch nicht wahr sein. Mann. Boah, weißt du was? Verpiss dich. Arschgeige. Entschuldigung. Ach, ist das nervig. Oh. Oh, Moment. Mann. Wo ist er denn jetzt? Hä? Wo? Ach, ich hab gar keinen eingestellt. Ja, klar, okay. Toll. Oh, ist das nervend. Haben die jetzt schon was erarbeitet? Nicht? Willst du mich verarschen? Wie lange kloppen die auf den Stein rum? Wenn du die so abbauen willst, drei Klopper drauf sind die Dinger auseinandergebrochen. Was ist denn alles das Problem? 11 Eisen. Immerhin. Ja, ist ein Anfang. Und theoretisch dürfte die in der Mine ja auch nicht unbedingt kalt werden, oder? Bin mir nicht sicher. Aber eigentlich nicht, oder? Haben die da nicht irgendwie so immer mal so ein paar Räume dann so reingeschlagen, wo Feuer steht oder sowas? Oder wo es halt ein bisschen wärmer ist? Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches. Ah, immer noch 25%. Jungs, es sind nur noch 10 Grad, der Mais geht kaputt. Was ist denn eigentlich hier die Saison passiert? Naja, ist noch schlechter als die letzte Saison. Außer Bären, da sind es ein paar mehr geworden, aber sonst ist die Saison auch für den Arsch eigentlich. Vielleicht muss ich doch irgendwie mal hier so Kirsche oder irgendwas oder Weizen oder irgendwas ranholen, dass hier mal ein bisschen Alkohol zu Potte kommt. Auch wenn ich gar nicht weiß, ob die das Zeug überhaupt saufen. Stelle jetzt willkommen Edel, das ist sehr schön. Das freut mich. Hier ist immer noch nichts passiert. Doch, zwei Steine schon. Oh, naja, gut. Steine brauchen wir jetzt aber eigentlich auch nicht so viele. Von daher, Schnauze. Und alle da rein. Yeah! Aber sieht um den Holz herum sieht's ganz gut aus. Da ist halt hier die Ecke so ein bisschen und hier wird langsam ausgedünnt. Und hier oben ist halt nur hier so die Ecke und da ist noch nicht so viel. Also nur kleine zum Großteil. Na gut. Also entweder wir müssen noch einen dritten davon bauen. Wo ich nicht wüsste wo. Oder wir brauchen noch einen Stonecutter. Woodcutter. Entschuldigung. Stonecutter. Hm. Ach, guck mal, da fehlen uns schon noch 4 Holz. Ah, den habe ich gar nicht pausiert. Ups. Ich wollte ihn wahrscheinlich eigentlich pausieren, aber naja. Ach komm, jetzt ist er gebaut. Jetzt haben wir noch ein bisschen was. Jetzt ist er gebaut. Zwölf immerhin schon. Ja. Aber davor war er langsam weniger, habe ich das Gefühl. 65 Eisen. Ja. Ich wollte schon sagen, die hat den aber gerade umgeklatscht. Wirkst du slow? Och, das geht. Das geht, das ist noch in Ordnung. Es kommen ja auch wieder welche. Egbertus wurde geboren. Dieser Name immer. Hat man seine Kinder damals wirklich so genannt? Egbertus. Also ich meine, Hubertus ist mir ja geläufig. Aber Egbertus ist, weiß ich nicht. Wäre eigentlich ganz lustig, wenn man noch in die Mine reingucken könnte, so als kleines Gimmick. Dass man hier so sieht, wie die hier so ihre Gänge durchziehen und so und dann die Kohle oder das Eisen rauskloppen. Das wäre ganz cool. Ja, dass sie sich dann noch weiter runtergraben, so. Das wäre total cool. Oder dass man vielleicht selber so Gänge anlegen könnte, ne? So ein Gangsystem, so ein kleines. Das wäre ganz lustig. Aber ich glaube, das ist dann auch wirklich zu viel des Guten. Ah, eine schöne Hirschherde. Oder Wildherde, Rehherde. Keine Ahnung. Da sind Waldtiere. Und hier ist eins irgendwie alleine. Kann das sein? Ah, nö. Okay. Ich glaube, die gehört damit zu.
Ja, die geht es da hinterher und du gehörst da bestimmt auch mit dazu. Die ziehen jetzt alle darüber. Ein Kind namens Lynn Woodson wurde geboren. Oh Gott. Oh Gott. Diese Namen. Was ich ganz gut finde, ist, dass es hier kein Geld gibt oder so ein Scheiß. Wie zum Beispiel bei Anno. Das hat mich immer so ein kleines bisschen genervt. Gerade wenn man dann im Minus war. Nee, es hat mich wirklich so ein ganz kleines bisschen genervt. Da musste man auch immer gucken, dass man mit dem Geld im Plus bleibt. Wenn die das hier eingebaut hätten, das ist, glaube ich, das ist dann, glaube ich, unschaffbar irgendwie. Also ich meine, das Spiel ist ja so schon kompliziert genug eigentlich. Und dann noch irgendwie so ein Geldsystem und dass die Häuser Steuern einbringen und das alles andere Geld kostet oder was. Oh, nee. Alter, hallo? Was ist denn los? Das ist gar nicht so ein Winduit. Du hast da hinten nichts zu suchen. Alter, ey. Hol den Scheiß hier weg. Ich rast sonst aus. It's picking up resources. Wehe, du meinst damit nicht das Essen. Ich schlag dich. Ich komme mit meiner Hand in das Spiel und schlag dich. Das kannst du aber wissen. Das ist ja voll. Jetzt hatte ich den einen Scheißeimer mitgenommen, weißt du? Boah, es sind 4 Grad, der scheiß Weizen geht kaputt. Mädchen, was ist los mit euch? Darf doch nicht wahr sein. Ach, guck mal, das Ding ist aber gleich fertig. Da sind sie ganz fix dabei heute. Finde ich gut. Muss ich so sagen. Finde ich toll. Hat was. Na, komm schon. Du kriegst das hin. Ich drück dir die Daumen. Jetzt fängt das schon wieder an zu pissen. Das ist doch nicht wahr. Hat das immer schon so oft ich wollte gerade was anderes sagen. Hat das immer schon so oft geregnet oder kommt mir das jetzt nur so vor? Vielleicht habe ich auch nicht drauf geachtet die ganze Zeit. Ich würde gerne mal wissen, wofür das Fitchen hier eigentlich sein soll. Kann er vielleicht Tee trinken oder so? Oder es ist ein Fisch rein, sie so ein Stück runter oder so auf. So auf reißen und auszu oh, pfui. So auszutschen. Ekelhaft. Oh, 20 Eisen schon und 3 Loks. Ja, okay. Gut. Ich stelle gar keine Fragen. Aber das sieht doch jetzt doch schon, wo jetzt 10 drin sind, sieht schon akzeptabel aus. Wie viel kann man da eigentlich maximal reinklatschen? 30? Pff, um Gottes Willen. Ich glaube, da lohnt sich's eher, wenn wir noch eine zweite Mine irgendwo hinklatschen. Ich glaube, das ist sinnvoll, wenn wir da irgendwo noch eine zweite Mine hinklatschen, dann haben wir auch 30 Arbeiter. Aber halt 2 Minen, die halten ja dann in der Summe länger. Weil die bei 30 Typen da drin, die ist doch sofort leer. Das kannst du voll vergessen. Wir haben 20 jetzt abgebaut, ist 1%. Also 10% 200, ist 100% 2000. Wir kriegen aus dem Ding 2000 Eisen, das habe ich aber bestimmt schon mal gesagt. 2000 Eisen! Wie krass! Alter, wir werden so ein Eisen schwimmen. Aber ich glaube, das Eisen wird sich auch verbrauchen mit der Zeit. Wie sieht's denn hier aus? Wow, 10 Alkohol haben wir schon mal wieder. Und ich muss jetzt gerade. Da. Ich guck mal ganz kurz. Taverne. Ach, 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 oh Mann. Mann, ja, okay, kann in der Stadt platziert werden. Aber voll mit dem Finger gegen das Mikrofon gekommen und kann die Zufriedenheit der Leute in der Nähe erhöhen.
Okay, der Zufriedenheitsbonus ist nur bei Tavernen da, die auch Alkohol da haben. Ein Brauer arbeitet in der Taverne und wird gebraucht, um geerntetes, also reifen Weizen oder Früchte in Alkohol zu verwandeln. Boah, ist schwer jetzt so auf die Schnelle zu übersetzen. Wenn die Taverne zu wenig Materialien hat zum Alkohol machen, wird der Brauer zum nächsten Storage bauen gehen. Was halt das Zeug gerade da hat hier und wird es zum Gebäude zurückbringen. Und dann wird er beginnen, das Zeug dann zu verarbeiten. Ah, okay, wenn der Alkohol fertig ist, wird es gelagert in der Taverne und Arbeiter, die rumeideln, also hier so, nur so rumsiedeln, so rumlatschen, die können dann halt dahin gehen. Okay. Alles klar, okay, wissen wir das. Da wissen wir über das Bescheid. Oh, Credits, cool. Luka Trovic, Josef Trovic. Ah, okay. Design, Programming, Artwork and Audio. Luke Hotrovich ist also tatsächlich nur ein Typ, der das alles gemacht hat. Und ich würde sagen, sein Bruder hat das Ganze getestet und die Musik drunter gelegt. Find ich irgendwie geil, dass einer, oder beziehungsweise zwei, Entschuldigung, aber wobei der im Prinzip nur in Anführungszeichen Strichen natürlich die Musik drunter gelegt hat, dass die das sowas hier hinzaubern können, das ist echt krass einfach. Das ist echt krass. Das ist der Hammer. So, wir sind jetzt schon wieder bei unseren 20 Minuten. Und ja, unser Ziel, das Ding fertig zu kriegen, haben wir ja. Wir klopfen aber erstmal noch ein bisschen Eisen hier aus dem Berg und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, ciao!